Leute Nüsse knacken, sollen die Kapuziner. Wie sie sich dabei anstellen, interessiert die Pfleger. Besonders begehrt Kokosnüsse. Ja, hier haben wir halt eine willkommene Abwechslung, weil sie halt Nüsse nicht täglich bekommen, nur ab und zu. Deswegen haben die Tiere mal einen neuen Reiz, was zum Spielen. Und vor allem halt dieses Aufbekommen von der Kokosnuss. Das ist halt doch, womit sie eine ganze Weile beschäftigt sind. Jo. Und das macht den Tieren Freude. Und den Pflegern auch. Das sind sehr lebhafte Tiere, man sieht sie immer rumwuseln. Da ist eigentlich nie ein Stillstand drin. Da ist immer irgendwas los, man kann immer irgendwas sehen, irgendwas beobachten. Und das zeugt schon daher, dass hier Langeweile überhaupt nicht da ist. Aber wie die Schale knacken. Der eine Affe versucht, die Kokosnuss zu klopfen, der eine lässt sie auf den Boden fallen, der eine dreht sie. Also völlig unterschiedliche Systeme, die die Affen hier bei der Kokosnuss anlegen. Das ist ja das Schöne bei den Kapuzineraffen. Die sind halt doch so intelligent, dass sie mit Systemen die Kokosnüsse oder auch die Walnüsse bearbeiten, bis sie knacken. Hier das System Kraft. Da oben sieht man auch schön, wie der jetzt die Walnuss kaputt macht. Von den Kokosnüssen sind gerade mal 2 Stück in dem Gehege. Und von den Walnüssen genügend. Da bekommt also jedes Tier 2, 3 Walnüsse ab. Die Kokosnuss ist aber das Besondere. Der ist doch pfiffig, wa? Wie der die dreht. Der will sie überhaupt nicht kaputt machen. Das zeichnet halt die Kapuziner aus, dass sie mit ihrem Kopf arbeiten. Nicht mit Kraft, sondern mit Intelligenz. Also nach Rangfolge kann man sagen, kommen sie gleich nach den Menschenaffen, von der Intelligenz her. Die Methode zeigt ersten Erfolg. Die Nuss wird undicht. Ihr Ziel ist schon, an das Fruchtfleisch zu kommen. Aber das, was ausläuft, holt man sich natürlich auch sofort. Man will ja nichts verkommen lassen. Ja, die Milch scheint schon auszulaufen. Häufig ist es auch so, dass sie von oben runterhauen. Das kommt auch vor. Und dann zerspringt sie natürlich. Und dann gehen natürlich erstmal die Starken ran. Und das, was davon übrig bleibt, das holen sich dann die Schwachen an. Ob stark oder schwach, alle Mittel sind recht. Da wird hier scharf, da wird hier kratzt, da wird mit der Zähne gearbeitet. Bis sie das alles abhaben. Da sieht man schon, dass die Kokosnuss einen tierischen Riss hat auf der Oberfläche. Das ist nur eine Frage der Zeit. Es sind halt Popler, die haben viel Geduld und die popeln und fummeln so lange, bis sie wirklich ihr Ziel erreicht haben. Ich glaube, da stellt sich mancher Mensch dämlicher an, den Kokosnuss aufzubekommen. Und wenn popeln, fummeln und Intelligenz nicht helfen, dann eben doch Gewalt. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Die neugierigen Kapuziner. Hast du mal mit einer Walnuss beschäftigt? Moin. Ui. Jetzt ist er kaputt. Endlich. Und die Ranghöchsten haben nichts mitbekommen. Ja, wie geschickt, wa? Ja, anscheinend haben sie es noch ja nicht gemerkt. So kann der Sandro jetzt allein genießen. Ja, die Kokosmilch ist raus, das ist das Interessanteste. Und der Kokosfleisch nachher ist auch nicht mehr der Hit. Es geht auch um das Kaputtmachen. Der Hunger ist ja soweit ja nicht mehr richtig da. Und dieses Erfolgserlebnis haben, die Nuss geknackt zu haben, das ist wichtig. Wenn er merkt, dass er mit der Kokosnuss nicht viel Erfolg hat, dann probiert er es erstmal mit der leichteren Sache. Eine Walnuss geht immer. Nachher haben wir nur Affen da sitzen, die sich die Ohren zuhalten, weil sie den Krab nicht mehr tragen. Das Kleine ist nicht aus der Ruhe zu bringen. Und verschläft fast den ganzen Tag noch. Hält sich fest, schläft, kriegt Milch und lernt von Mutter Nüsse knacken. Mutter nimmt wenig Rücksicht. Da muss sich das Jungtier gut festhalten können. Noch schwerer zu knacken ist die zweite Kokosnuss. Oh,
Urwald. Einfach auf den Boden klopfen und dann wird es schon sich irgendwann öffnen. Wie eine Schatzkiste. Eine harte Nuss diesmal. Zu den besten Methoden gehört, auch wenn sie wirklich von Jans Ohren runterfallen lassen. Ja. Das war es dann die Gefahr, dass ein anderer sich die Arbeit, die mühsame Arbeit, erstiehlt. Saft links ein. Vielleicht hilft ein anderer Untergrund wirklich. Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Aufklopfen mit flacher Hand. Eine originelle, aber erfolglose Strategie. Zum Trost gibt es Walnüsse. Ein besonderes Tagesprogramm für die Kapuzineraffen. Schön artig sein und weg von der Tür. Alles okay bei euch? Ja, geht gleich los. Ja. Heute machen wir ein bisschen Beschäftigung mit Walnüssen und auch so ein paar Heuschrecken, die sie suchen können, die sich dann greifen und dann verspeisen können. Und dann, weil dadurch, dass die Heuschrecken so ein bisschen hin und her hopsen und nicht ganz so leicht zu bekommen sind, ist das natürlich auch eine gewisse Abwechslung für die Tiere. Weil das Futter, was sie ja sonst zu sich nehmen, das bleibt ja liegen. Und mit den Heuschrecken, die wehren sich ja auch ein bisschen. Beschäftigungstherapie kommt gut an. Nur ab und zu gibt's Streitereien. Aber die Bärbel werten ab, wie man jetzt ganz deutlich sehen kann. Nach dem Motto, sind meine. Ja, schön weggeschoben. Jetzt wird's schon ein bisschen ernster. Also dieses Kindchenschema, wie vielleicht vor ein paar Jahren noch funktioniert hätte, funktioniert jetzt nicht mehr. Also dafür ist er schon ein bisschen zu groß. Wenn er ein Tick kleiner gewesen wäre, dann hätte es vielleicht geklappt und sie hätte sich da so ein bisschen hinreißen lassen. Das hätte ihm auch was abgegeben. Aber es ist ja noch genug da. Man muss nur hinuntersteigen. Da ist noch manche Nuss zu knacken. Das ist jetzt noch kein ernsthafter Versuch. Das ist jetzt eher so eine Spielerei. Da wird es ernst bei den Kleinen. Also man sieht da auch, wie verschiedene Techniken angewendet werden. Zum Beispiel auch, dass die Nüsse aus großer Höhe fallen gelassen werden. Wie man es auch von Krähen kennt, die das machen. Und andere bevorzugen dann wieder eher das Hämmern. Entweder gegen die Wand oder auf den Boden. Und das ist halt das Interessante bei Kapuzinern, dass man da wirklich sieht, wie das Gehirn arbeitet. Durch mit verschiedenen Wegen halt zum Ziel zu kommen. Die Kapuziner Nussknacker-Suite mit Rhythmusinstrumenten. Haselnüsse und Paranüsse haben ja doch eine etwas härtere Schale und lassen sich schwerer knacken. Und wenn sie dann halt mal mit der Zähne drauf rumkauen, um die zu öffnen, kennen wir ja auch von uns Menschen, wenn wir auf Nüsse rumknabbern, kann es zu Zahnverletzungen kommen. Und deswegen lassen wir es komplett sein und geben wirklich nur Walnüsse, weil die relativ leicht zu knacken sind.